Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deinen PC ganz einfach mit dem WLAN verbinden kannst. Und ja, dazu brauchst du einmal einen Router, der ein WLAN-Signal aussendet. Dann brauchst du einen WLAN-Stick für deinen PC, der über USB angeschlossen wird. Und dann musst du eigentlich nur noch den Stick in deinen PC rein. Und was dann passiert, zeige ich dir mal in On-Screen-Aufnahmen. Ja, und der Normalfall ist wirklich, dass hier unten schon was angezeigt wird. Ah, da ist ein Netzwerk vorhanden. Wenn der Computer den USB-WLAN-Stick installiert hat, dann brauchst du eigentlich nur noch draufklicken. Dann musst du dein Kennwort eingeben. Das steht hinten auf dem Router drauf und dann kommst du schon ins Internet. Sollte das nicht funktionieren, dann öffnest du einfach, gehst du auf Start, gehst in die Netzwerkumgebung rein. Und kannst dann hier, falls der Stick irgendwie nicht erkannt wurde, dann kannst du hier nach dem Stick suchen lassen oder kannst du eine neue Netzwerkverbindung öffnen. Aber im normalen Fall wird dein Netzwerk angezeigt, du kannst dich direkt verbinden. So war es bei mir und das hat wirklich super funktioniert und ich denke, das funktioniert auch bei dir. Viel Spaß damit. Ja, du hast gesehen, das ist wirklich ganz, ganz einfach, mit dem PC ins Internet zu gehen und ich hoffe, dass ich dir geholfen habe. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat, du dem Video einen Daumen nach oben gibst und es irgendwie an deine Freunde teilst. Abonniere mich hier auf YouTube, dann bekommst du jede Woche Sonntag ein neues Video von mir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.